Für mich ist es eigentlich, dass man sehr viel in der Natur ist. Man ist eigentlich den ganzen Naturgewalten, sage ich jetzt mal, ausgesetzt. Von das Wasser, der Wind, das Wetter. Und was auch für mich ganz speziell ist, dass einfach kein Tag dem anderen gleicht. Also ich hatte wirklich noch keinen einzigen Tag, der genau gleich war wie ein anderer. Und das ist für mich irgendwie was ganz Besonderes im Sport. Die Rückendeckung für die Olympischen Spiele von Seiten der Familie und Freunde ist uns und mir irrsinnig wichtig. Man spürt es auch wirklich, vor allem je näher der Abflug rückt. Aber auch vom ganzen Land, ehrlich gesagt, merkt man es, dass man einen irrsinnigen Support bekommt in vielen Bereichen. Das große Ziel ist auf jeden Fall mal ins Medal Race zu kommen. Das heißt, dass wir in den ersten 10 sind und dieses Rennen mitfahren können. Und natürlich wäre es ein sehr, sehr großes Ziel, wenn wir dann im Medal Race noch um die Medaille mitfahren könnten. Der Neusiedlersee ist unser zweites bzw. fast erstes Zuhause momentan. Er bietet irrsinnig viel. Man kann so viel Wassersport ausüben, nicht nur segeln, auch Tenderpaddle zum Beispiel. Und es macht irrsinnig viel Spaß, egal ob viel Wind oder gar kein Wind. Es gibt immer was zum Tun und es ist super herrliches Gebiet. Natürlich ist es schön für mich, wenn ich zu Hause bin, wenn ich am See bin. Ich bin sehr viel hier aufgewachsen. Das heißt, für mich ist es ja einfach wie ein Zuhause hier. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir ein paar Tage hier verbringen dürfen. Ich bin irrsinnig gerne am See auch aktiv, sei es jetzt Tenderpaddeln oder Radfahren gehen. Mit dem Rennrad ist es hier natürlich optimal, kaum Berge rund um den See. Das heißt, es ist richtig schön, da einfach eine Runde auch um den See zu fahren. Sonst gibt es natürlich auch noch einiges zu tun, also es wird einem nie langweilig hier.